Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Microsoft. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und außerdem am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma Microsoft kommt aus den USA und ist in der Technologie- bzw. Softwarebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 0,9%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuellen Wert von 30% und das ist wirklich sehr gut, würde ich sagen. Und das gibt natürlich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier schaut es fast genauso gut aus, denn hier liegt der Wert momentan bei 31% und das ist auch in einem sehr guten Bereich, würde ich sagen, und das gibt ebenfalls einen vollen Punkt von mir. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Auch hier schaut es sehr gut aus, denn die Dividende ist in den letzten 10 Jahren angestiegen, und zwar von 0,61 auf 1,99 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Und das gibt auch einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende angestiegen, zwar von 0,39 auf 0,52 US-Dollar je Aktie. Und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Kürzung der Dividende. Und damit gibt es hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr 9,5% angestiegen. Und das ist wirklich ein sehr guter Wert. Und auch das gibt daher einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also hier erwarten die Analysten momentan einen Anstieg. Und zwar soll die Dividende von 1,99 auf 2,24 je Aktie ansteigen. So zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten. Und hier schaut es momentan gut aus und daher gibt es hier ebenfalls einen vollen Punkt. Damit zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also für 2021 erwarten die Analysten hier momentan einen Anstieg. Und zwar soll der Gewinn je Aktie von 5,76 auf 7,74 je Aktie nach oben gehen. Also auch hier schaut es momentan richtig gut aus für die Zukunft. Und das gibt auch einen vollen Punkt zum Abschluss. Jetzt zum Gesamtergebnis und hier holt Microsoft insgesamt bei meinem Dividendencheck 7 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, also die volle Punktzahl, besser geht's nicht und in meiner Sicherheitsschramme landet die Aktie damit natürlich auch auf der besten Stufe. So, dann jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Dividendencheck und hier landet Microsoft natürlich mit den vollen 7 Punkten auf dem ersten Platz. Also hier werde ich die Aktie dann einordnen. Und insgesamt gibt es 16 Plätze bei meinem Dividendencheck. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Und den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, dann zum Abschluss analysiere ich jetzt noch, ob die Aktie denn aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich im Aktienfinder. Und hier habe ich bereits die Grafik zum fairen Wert der Aktie aufgerufen. Und hier seht ihr zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie. Und zwar von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Also Anfang Mai 2021. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und dann noch die blaue Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach der Dividendenentwicklung. Und hier können wir jetzt insgesamt schön erkennen, dass der aktuelle Kurs oberhalb der beiden anderen Linien verläuft und damit scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert nach dem bereinigten Firmengewinn und auch im Vergleich zum fairen Wert nach der Dividendenentwicklung. So, dann zum Abschluss des Videos noch der obligatorische Hinweis. Mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.